Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Das Koan zum heutigen Tesho ist aus dem Hekigan-Roku. Dogos, ich würde es dir nicht sagen. Eines Tages ging Dogo in Begleitung seines Schülers Sengen eine Familie besuchen, wo eine Begräbnisfeier stattfinden sollte, um sein Beileid auszudrücken. Der Schüler Sengen berührte den Sarg und sagte: Sarg, ist dies tot oder lebendig? Dogo antwortete: Ich würde es dir nicht sagen, ob es tot oder lebendig ist. Sengen: Warum nicht? Dogo wieder: Nein, ich würde es nicht sagen. Auf ihrem Heimweg sagte Sengen: Osho, bitte sei so gütig und sag es mir. Ansonsten werde ich dich schlagen. Dogo erwiderte: Schlag mich ruhig. Ich würde es dir trotzdem nicht sagen. Da versetzte Sengen Dogo einen Schlag. Später starb Dogo. Sengen kam zu Sekiso und erzählte ihm die ganze Geschichte. Sekiso sagte: Ich würde dir nicht sagen, ob es tot oder lebendig ist. Warum? Fragte Sengen. Sekiso: Nein, ich würde es dir nicht sagen. Bei diesen Worten erlangte Sengen plötzlich Verwirklichung. Später, eines Tages, ging Sengen mit einer Hacke auf der Schulter in der Vortragshalle hin und her, als würde er etwas suchen. Sekiso fragte: Was machst du da? Sengen antwortete: Ich suche die geistigen Überreste unseres toten Lehrers. Darauf Sekiso: Grenzenlose Ausbreitung machtvoll donnernder Wellen. Der Schaum der Wellen wäscht den Himmel. Welche Überreste des dahingegangenen Lehrers suchst du? Secho sagt: Schau an, schau an. Sengen erwiderte: Es ist eine Art Kraft zu erlangen. Taigen Fu sagte dazu: Die geistigen Überreste des Lehrers existieren noch. Ja, dieser Schüler Sengen, der ist in einer ähnlichen Situation wie viele von uns. Wir Älteren, wir sind so allmählich in so einem Alter, wo links und rechts die Gefährten ins Grab sinken. Ja? Und fragt man sich erstens, was habe ich da für eine Perspektive? Und zweitens fragt man, wo gehen die eigentlich hin? Eine interessante Frage. Ne? Was passiert eigentlich mit denen? Da gibt es ja viele Konzepte dazu und so.
im christlichen Glauben sind wir der Meinung, wenn sie genügend gute Taten gemacht haben, dann erreichen sie das Himmelreich und das Paradies da oben und dann sitzen sie zur Rechten Gottes, wenn es gut geht. Viele können diese Story nicht mehr so ganz nachvollziehen. Ja? Es sind schon so viele ins Grab gesunken und aus dem Paradies hat man auch nichts Erfreuliches gehört. Da kommt man so ins Grübeln, was da eigentlich los ist. Ja? Deshalb fragt der Sengen natürlich seinen Lehrer Dogo. Hier, da klopft er so auf den drauf, ne? Der ist da ja drin, ne? Der eine da, den die alle betrauern. Tot oder lebendig? Und Dogo sagt, sag ich nicht. Der immer aufgeregt hat, tot oder lebendig und so weiter. Bis hin, man merkt es, er wird richtig wütend auf seinen Lehrer. Na, auf dem Heimweg, da sind wir doch unter uns, da kannst du mir doch mal erzählen, was jetzt Sache ist. Du weißt doch Bescheid. Dogo weigert sich zu antworten. Und Sengen macht die angedrohte, rohe Gewalt wahr und schlägt den Lehrer ins Gesicht. Ja. Schlägt ihn sozusagen nieder, weil er ihm nicht antwortet. Weil er so einen Drang hat darauf, eine Antwort zu bekommen und er hat sie nicht bekommen. Ja. Gut, dass wir da nicht gerade an dem Grab waren, ja. Wer weiß, wozu wir fähig gewesen wären. Ja, und einige Zeit später starb Dogo. Da war es Schluss mit dem Befragen. Da blieb Sengen nichts anderes übrig, als weiterzuziehen. Ja, bevor ich dann auf den weiteren Verlauf komme, möchte ich kurz etwas erzählen aus meinem Leben, nämlich als ich ungefähr 10 Jahre alt war, da machte mein Vater eine Reise von Bremerhaven in die USA mit dem damals größten Passagierschiff, der United States. Die lag in Bremerhaven am Pier und die ganze Familie ist damit hingefahren, um meinen Vater da zu verabschieden. Und die Angehörigen durften mit an Bord gehen. Und was für uns Kinder jetzt das Schönste war, man durfte da ein Eis bestellen. Und statt da so eine Kugel oder sowas zu kriegen, kriegte man so so ein ganzes Ding, bis man beschäftigt war, bis das Boot so ziemlich abfuhr, hatte man mit dem Eis da zu tun. Aber das fanden wir natürlich klasse, ja. Und dann schließlich machte sich das Schiff zum Ablegen bereit. Alles musste von Bord gehen, was nicht mitfuhr. Und dann tutete das auch ordentlich und dann legte es ab. Und die Angehörigen standen da auf dem Kai, ja, und haben gewunken und die Passagiere haben auch gewunken. Und so entfernte sich das Schiff mehr und mehr und die Passagiere waren im Einzelnen nicht mehr zu erkennen, aber das Winken hielt noch eine Weile an. Und ja, das Schiff wurde immer kleiner, obwohl es so ein riesiges Schiff wurde. Kleiner, kleiner, kleiner. Bis es hinter dem Horizont verschwand. Die Frage eines 10-Jährigen, ist der Vater da noch drauf und ist da alles okay? Oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ja? Naja,
Also wir sind einfach davon ausgegangen, dass es den Passagieren da an Bord gut geht und dass das Schiff weiter existiert, obwohl man da nichts mehr von ihm sehen konnte. Ja, und mit dem Sterben ist es so was Ähnliches, ja. Durch das Sterben verschwindet eine Person, die wir sonst normalerweise ansprechen können, berühren können, anschauen können. Mit dem letzten Atemzug verschwindet diese Person hinter dem Horizont. Auch können wir sie nicht mehr erreichen. Roshi sagte auf die Frage, was ist, wenn du stirbst? Sagte er, ich bin immer da. Aber ich werde keinen Mund haben zu sprechen. Ich werde keine Augen haben, um zu sehen. Aber ich werde immer da sein. Wie sieht dieser Immer-da-Zustand denn aus? Die Frage. Ne? Mehr hat er dazu natürlich nicht gesagt. Wie Dogo. Wie das aussieht, wenn einer hinterm Horizont verschwindet oder wenn wir selber hinter diesem Horizont verschwinden, das müssen wir selbst rauskriegen. Das kann uns kein Konzept und keine Theorie vermitteln. Wir sagen im Zen zwar häufig, wir sterben hier den großen Tod, Kyosho, ne? The Great Death, und damit ist gemeint, wir sterben einen psychologischen Tod, beispielsweise der Tod unserer Konzepte. Wir bleiben im Hier und Jetzt, aber die Frage von Leben und Tod ist plötzlich wie ausgelöscht. Und wir sind lebendig und atmen weiter. Die Frage hier in diesem Koan ist natürlich, wie ist die Auffassung von Leben und Sterben? In unserer Gesellschaft grassiert eine beunruhigende Vorstellung von Leben und Sterben. Da ist so die herrschende Meinung, sage ich mal, das Leben beginnt mit der Geburt. Da gibt es so eine Minute, die da eingetragen wird in der Geburtsurkunde. Hier startet das Leben von dieser Person. Und dann gibt es eine Sterbeurkunde, da steht drin, um 11.25 Uhr am so und so vielten trat der klinische Tod ein. Das war's dann. Das ist die landläufige Meinung. Und deshalb versuchen auch die Ärzte und Mediziner, dieses Ereignis des letzten Atemzuges so weit wie möglich noch herauszuzögern. Die ärztliche Kunst ist, den Tod, wenn nicht vollständig, so doch vorübergehend zu besiegen. Wie geschickt sie dabei sind, das kann man bei uns nicht so gut überprüfen. Im alten China waren die Ärzte verpflichtet, ihre Patienten auf ihrem eigenen Friedhof zu bestatten. Und wenn man einen guten Arzt suchte, dann schaute man sich erstmal seinen Friedhof an und guckte, wie lange haben die Leute denn da so gelebt. Ja? Ja, wenn die da immer sehr schnell abgetreten sind, dann hat man gedacht, naja, lieber nicht. Und die Ärzte wurden nur bezahlt, solange man gesund war.
Sobald man krank wurde, wurden die Zahlungen eingestellt. Ja? Ein ganz anderes Medizinsystem als bei uns. Ja? Bei uns verursacht der Durchschnittspatient die größten Kosten für seine Krankenkasse in den letzten 2 Lebensjahren. Wenn wir da vorher abtreten könnten, da könnte man wahrscheinlich die Krankenkassenbeiträge auf 10 oder 20 Euro pro Monat minimieren, ja? Statt Tausende. Naja, aber wir haben es so gewählt. Und der Punkt in unserer Gesellschaft ist, wir sind eine Gesellschaft, die auf den Tod zuläuft und gleichzeitig diese Tatsache nach Möglichkeit zu verdrängen versucht. Man möchte nicht daran erinnert werden, dass man sterblich ist. Und man möchte auf jeden Fall, wenn andere sterben, zu den Überlebenden gehören. Und deshalb wird auch im Fernsehen jeden Abend ein Krimi gezeigt. Den guckst du dir dann an nach dem Abendbrot, wenn du so ein bisschen deine Nerven beruhigt hast und so. Vielleicht noch mit einem Glas Wein oder einer Cola setzt dich vor die Glotze. Und dann kommt Tatort oder wie sie alle heißen, ja. So, und dann wirst du 3/4 Stunde lang beschallt. Da passieren schreckliche Dinge und so. Menschen werden umgebracht, ermordet. Aber wenn die Sendung zu Ende ist, gehörst du zu den Überlebenden. Und das ist die gute Nachricht. Du hast überlebt. Die da auf der Leinwand sind gestorben, ja. Aber du nicht. Und das ist so unsere übliche Beruhigungspille. Wir gehören zu den Überlebenden. Ich finde Krimis total langweilig, obwohl manchmal greifen sie sogar soziale Themen auf. Aber diese ganze Fiktion, dass es ständig da auf das Sterben und um das Sterben herum und hätte das vermieden werden können und wie und was, ja, die Frage finde ich uninteressant. Weil ich auch ein anderes Konzept habe, wie in unserer Gesellschaft verbreitet, ja. Also, wir gehen alle auf das Sterben zu, auf den Tod und so weiter. Da ist kein Entrinnen. Bon. Nein. Das ist das Konzept von, sagen wir mal, nicht erwachten Normalmenschen, dass es so ist. Ich will damit keinen Urteil sprechen, aber für einen spirituellen Menschen ist es ganz klar, dass Leben Sterben ist. Also da braucht man nicht beim Zahnarzt zu sitzen und sich den rechten oberen Backenzahn ziehen zu lassen, um sich klarzumachen, da ist schon wieder was von mir gestorben. Ja? Nein, wir sind ständig in so einem Prozess. Ich habe so ein Foto von mir, da war ich 11 Monate alt. Dieses Wesen ist schon lange tot. Gibt's gar nicht mehr. Verschwunden. Wohin? Hinterm Horizont. Da ist es jetzt. Und wenn Leben Sterben ist, dann ist ja klar, dass Sterben eben auch Leben ist. Heute Morgen habe ich kurz mit Thomas darüber gesprochen. Der gibt ja seine psychotherapeutische Praxis auf und ab. Und da stirbt ja etwas. Seine Berufsjahre erscheinen noch mal so kurz vor ihm. Seine Patienten, mit denen er lange zusammengearbeitet hat. Und er ist auf dem Schiff, was sich aufmacht, hinter dem Horizont zu verschwinden, während am Ufer seine Patienten noch so ein bisschen hinterherwinken und die Praxiseinrichtung noch da ist und so. Wohin? Auf zu neuen Ufern, heißt es immer so schön.
Genau, das ist das Sterben im Leben. Auf zu neuen Ufern. Es kommt etwas ganz Neues auf uns zu. Das können wir immer so schwer glauben, aber wenn es uns gelingt, dieses Loslassen hinzukriegen, dann sind wir davon nicht weit entfernt. Ja, hier in dem Korn heißt es da weiter, Sengen kam zu Sekiso und erzählte ihm die ganze Geschichte. Sekiso sagte, ich würde dir nicht sagen, ob es tot oder lebendig ist. Warum nicht? Fragte Sengen. Nein, ich würde es dir nicht sagen. Bei diesen Worten erlangte Sengen plötzliche Verwirklichung. Ihm ist klar geworden, dass sein Konzept von Leben und Sterben, dass das illusorisch ist. Das große Leben geht über Leben und Sterben hinaus. Und wir, die wir hier jetzt gerade mal auf der Erde rumlaufen und in der Formenwelt unterwegs sind und angezogen werden von den einen Personen oder Gegenständen und abgestoßen werden von den anderen. Wir haben da ein großes Klassenzimmer, in dem wir lernen können, Konzepte loszulassen. Und das schwierigste Konzept zum Loslassen ist das Konzept von Leben und Sterben. Deshalb ist es auch eine der wichtigsten Fragen, wenn wir Zen üben. Was ist Leben, Sterben? Auf dem Han steht Leben, Sterben, große Angelegenheit. Also ist die wichtigste Frage, der wir uns zuwenden können. Und wenn wir dieses Koan für uns gelöst haben, dann können wir sagen, dann lebt sich's ganz ungeniert. Das sagte zum Beispiel der Lehrer von Hagrid zu ihm. Lerne, während du lebst, zu sterben, dann kannst du völlig frei weiterleben. Völlig ungeniert. Machst du, was du willst. Ja? Stirb, während du lebst. Dann hast du diese Freiheit. Ja. Also nachdem Sengen aber die Verwirklichung erreicht hat, verhält er sich doch noch etwas merkwürdig. Er geht nämlich mit so einer Gartenhacke auf der Schulter, geht er so in der Halle, in der Sitzhalle auf und ab und scharrt da so hier mal ein bisschen rum und da mal ein bisschen rum. Und Sekiso fragt ihn dann, ne? Sag mal, was machst du da eigentlich, ja? Und Sengen sagt, ich suche die spirituellen oder geistigen Überreste unseres toten Lehrers. Und im Buddhismus, da herrscht so eine Überzeugung, wenn so ein heiliger Mann stirbt und verbrannt wird, dann kann man in seiner Asche nach Edelsteinen suchen. Sogenannte Sakira. Und materialisierte kleine, was weiß ich, Perlen, sonst was, ja. Und die sind auch tatsächlich gefunden worden und da gibt es ganze Reliquien, Borde in manchen Tempeln, da stehen diese Sakira in Glasbehältern aufgehoben mit einem Namensschild. Hier starb Meister sowieso und das sind seine spirituellen Hinterlassenschaften für uns. Ja. Klötert da so ein bisschen rum in der Dose. Sieht schön aus. Ist selten, also kann man schon mal drüber nachdenken, ob da, wenn man selber mal das Zeitliche segnet,
die Hinterbliebenen in der Asche auch irgendwie mit Erfolg nach Schätzen scharren. Ja. Ist ja auch eine Idee, und diese Idee ist ja auch sogar aufgegriffen von reichen Leuten, die lassen ihre Asche in solche Saphire oder sowas pressen. Und die werden dann per Satellit ins Weltall geschickt. Und da kreisen sie auf ewig. Dann kann man abends um 12 Uhr mitternachts kann man sich hinstellen und mit den anderen Verwandten und sagen, jetzt kommt gleich Opa vorbei. Fliegt da oben, ja. Auch wieder so eine Vorstellung von nicht endendem Leben. Obwohl jeder weiß, es dauert da oben auch nicht ewig. Ja. Irgendwann tritt der wieder in die Erdatmosphäre ein und dann war es das. Ja, der sucht jedenfalls das und tut so, als ob er nach Sakira sucht. Aber er nennt es die spirituellen Überreste unseres toten Lehrers. Und dann fragt Sekiso ja. Nee, Sekiso antwortet jetzt mit einem wichtigen Satz. Der steht für gewöhnlich im Dharma-Siegel der Dharma-Nachfolger unserer Schule. Da steht dieser Satz: grenzenlose Ausbreitung machtvoll donnernder Wellen. Der Schaum der Wellen wäscht den Himmel rein. Also, das ist ein Bild für einen vollkommenen Durchbruch zur Wirklichkeit. Alle Konzepte werden in einem riesigen Tsunami weggespült. Der schäumt so hoch, dass er noch die Wolken vom Himmel holt. Und Setsu sagt, schau an, schau an. Also, das muss doch bedeutsam sein, was der da zu finden versucht. Und Sengen erwidert auf die Frage, welche Überreste des dahingegangenen Lehrers suchst du? Es ist eine Art Kraft zu erhalten. Und sagen wir mal, manche von uns haben Schwierigkeiten gehabt mit den eigenen Eltern und haben sich vielleicht mehr Unterstützung gewünscht in der Jugendzeit und so. Meine Eltern, die waren mit dem Wirtschaftsaufbau Deutschlands beschäftigt. Man kriegte sein Schulbrot mit und das war es dann. Und irgendwann gab es natürlich Mittagessen und so. Aber es war jetzt nicht eine intensive Teilnahme an meinem Leben oder sowas, sondern es war eigentlich mehr so, dass man sich da so alleine durchschlägt, ja. Was die Schule angeht, was das Kloppen mit den anderen Schulfreunden anging, da kam keine Mutter auf die Idee, eine andere anzurufen und zu sagen, hören Sie mal, Ihr Sohn hat heute meinen verwamst, das hat Folgen, sondern das war das natürlichste Geschehen da auf dem Schulhof. Und da kümmerte sich kein Schwein drum, schon gar nicht die eigenen Eltern. Und da kann es auch gut sein, dass wir Zeiten erlebt haben, wo wir uns mal verlassen fühlten und uns gewünscht hätten, vielleicht eine andere Mutter, einen anderen Vater zu haben. Passiert ja immer wieder, dass Kinder plötzlich aufbrechen wollen, um ihr Elternhaus zu verlassen. Also meine gerade konfirmierte Enkelin Lilly, die hat neulich auch die Sachen gepackt und gesagt, sie zieht aus. Ich meine, 13, ja. Sie zieht aus, hat sie erklärt. Ja. Was machen wir mit Kindern, die diesen Beschluss gefasst haben? Oh, wie reagieren wir darauf und so? Ja.
Ja, so die Idee, anderswo, also etwas Besseres als den Tod findest du überall. Das ist ja das Motto der Bremer Stadtmusikanten. Ja, also so war sie drauf, ja. Und ich erinnere mich auch, dass ich solche Fantasien hatte. Und ich wollte bei meinem Vater abhauen und zu meiner Mutter, aber es waren halt über 50 Kilometer. Und das in diesen Sandalen von damals, ja. Naja, ich bin dann doch wieder umgekehrt. Aber es hat mich beschäftigt. Und was ich eben sehr schön finde, wenn man einen spirituellen Lehrer gefunden hat, dass man das spürt, dass der eine Art Kraft gibt. Also ich habe das ganz deutlich gespürt bei meinem Roshi. Der drückt mir das Dharma-Siegel in die Hand und sagt so, jetzt bist du verantwortlich für den weiteren Weg. Ich habe mein Werk da an dir getan, aber ich stehe noch hinter dir. So. Und es sind ja 84 Generationen von Lehrern, die so jetzt in meinem Fall hinter mir stehen. Ja. Und das spürt man, es ist eine Kraft. Eine systemische Wirkung. Und das ist auch eine Kraft, die uns hilft, Defizite aus unserer Kindheit auszugleichen. Da ist eine wohlmeinende Person, die an meiner Entwicklung interessiert ist und gleichzeitig mich mit ganz schönen Herausforderungen konfrontiert. Das war ja nicht so, dass der Roshi so der reiche Onkel aus Japan war, der immer so, mach mal gut und so. Nee, gar nicht. Ja. Im Gegenteil, ständig eine Herausforderung. Und was ich bei diesen Herausforderungen gelernt habe, war das. Ob ich mich Richtung Hölle oder Richtung Paradies bewege, ist meine Entscheidung. Was er tut, ist, mich durch die Umstände im Tempel, das scharfe Training genau auf dem Grat zu halten, wo diese Entscheidung endlich fallen kann. Hölle oder Paradies. Ja. Kann sich zur Hölle entscheiden, dann erlebt man natürlich auch Hölle und dann ist es alles furchtbar. Und ich habe etliche erlebt, die nach 2 Tagen wieder abgereist sind, weil sie in die Hölle gefallen sind im Tempel. Ja. Also es ist toll, wenn es einem gelingt, die andere Schiene zu nehmen, Richtung Paradies. Und mir ist das so sonnenklar, dass ich jeden Tag diese Entscheidung fällen kann. Und jeden Tag ist es auch damit eine Entscheidung, von Tod zu leben. Ja. Und ich bin so, immer wieder so beglückt, wenn ich diesen Blick, diesen Paradise-Blick habe. Dann wache ich morgens um 3:30 auf und sage nicht, Scheiße, der Wecker hat doch noch gar nicht geklingelt, sondern dann höre ich ein Vogelkonzert sondergleichen und denke, mein Gott, wie schön, dass du aufgewacht bist. Und das geht dann so weiter, wenn es gut geht, ne? Und bis ich dann in der Sendung bin und in der Teerunde und so weiter. Ist schon mal ein herrlicher Tag, hat sich von mir entfaltet. Und alle stehen bereit, der Mond, die Sterne, die Sonne, sind alle dafür da, mein Paradies schön zu machen. Und es gibt Menschen, die erleben es genau umgekehrt. Ja? Da scheint die Sonne, die machen morgens den Vorhang auf und sagen, Scheiße, heute, wo ich arbeiten muss, da scheint die Sonne.
Aber morgen, wenn ich in Urlaub fahren will, soll es Gewitter geben. Ah, wo bin ich gelandet? Ja, Sie sind in Ihrer ganz persönlichen Hölle gelandet. Ja, das ist so ein Drama, was wir immer wieder erleben können. Und ich habe mich entschlossen, ich gehe davon aus, dass ich in einem freundlichen Universum lebe. Und ich bin immer wieder berauscht von der großen Wunderhaftigkeit des Universums und von dieser freundlichen Fülle an Wohltaten. Und ich sehe das, was der Buddha meint, Leiden in Wohlergehen zu verwandeln, dass das keine leere Hülle ist, sondern dass das eine Wirklichkeit ist, die wir alle erreichen können. Ein wichtiger Punkt ist dabei vielleicht noch zu beachten, nämlich, dass wir schlussendlich auch die Vorstellung aufgeben, es gäbe etwas zu erreichen. Das ist ja was sehr Beherrschendes. Wir bemühen uns und hoffen, dass wir irgendwas erreichen können. Erleuchtung und so weiter. Und im Diamantsutra wird ein kurzer Dialog zwischen Buddha und Subhuti geschildert. Und da sagt der Buddha, in alten Zeiten, als der Tathagata, das ist der Buddha, unter dem Buddha Dipankara übte, hat er da irgendetwas erlangt? Subhuti antwortete, nein, Weltverehrter, in alten Zeiten, als der Tathagata unter dem Buddha Dipankara übte, da erlangte er nichts. Jetzt fragt der Buddha weiter, was meinst du, Subhuti? Schafft ein Bodhisattva ein harmonisches, schönes Buddhafeld? Nein, Verehrter. Warum? Ein harmonisches, schönes Buddhafeld schaffen bedeutet in Wirklichkeit nicht ein harmonisches, schönes Buddhafeld schaffen. Darum nennt man es ein harmonisches, schönes Buddha-Feld schaffen. Der Buddha sagte, in diesem Geiste Subhuti sollten alle Bodhisattvas, Mahasattvas ihren reinen, klaren Vorsatz fassen. Wenn sie diesen Vorsatz fassen, sollten sie sich dabei nicht auf Form, auf Klang, auf Geruch, auf Geschmack, Berührbares oder auf ein Geistesobjekt stützen. Sie sollten einen Vorsatz fassen aus einem Geist heraus, der nirgendwo verweilt. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.